Hallo ihr Lieben, Sache, lass mich vom Cover nicht täuschen, ich will es hier keinen bekehren. Ich möchte nur so eine Art Evolution der Götter machen, ich finde das Thema ganz interessant. Ich möchte nur beschreiben, wie es von den allerersten Urformen der Religion bis zum jetzigen Monotheismus kommt. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß dabei und los geht's. So, das ist unsere Ausgangssituation, der Urschamanismus. Ich beziehe mich damit auf die Religion der Höhlenmenschen, die davon ausgegangen sind, dass zum Beispiel die Geister von getöteten Tieren oder halt auch Pflanzen, weil die wachsen, irgendwelche Geister haben müssen. Dabei wurden dann die jeweiligen Stammesschamanen angerufen, dass dann zum Beispiel die Geister der Fruchtbarkeit angerufen werden, damit die Frauen besser schwanger werden, oder die Geister der Tiere, damit die Jäger mehr Glück haben und so weiter und so fort. Weil die Ausgangssituation jetzt geklärt ist, möchte ich mal jetzt anfangen mit der Verfeinerung der Religion. Das erste Prinzip der Verfeinerung ist der Urvater. Das heißt, es werden mehrere Geister mit selber Funktion. Das heißt, zum Beispiel gibt es im Schamanismus die Vorstellung, dass jede einzelne Pflanze einen eigenen Geist hat, weil jede Pflanze einzeln wächst. Diese Geister werden dann zu einem Urvater dieser Geisterrasse zusammengefasst. Da wird auch nur dieser Urvater verehrt. Dann haben wir noch die Zusammenfassung. Dabei werden ähnliche Geister, wie zum Beispiel der Geist der Blitze, der Geist des Donners und der Geist der Stürme, in einem Gott, Geist, wie man es nennen will, dann zusammengefasst, also eine Art Gewittergeist. Wenn wir dann jetzt mit den beiden Sachen fertig sind, haben wir dann den Strukturschamanismus. Das ist im Grunde die Basis des heutig praktizierten Schamanismus und des Polytheismus. Wie man gut sehen kann, werden jetzt die verschiedenen Götter etwas zusammengefasst, dadurch haben wir weniger Götter. Und das kann man noch weiter verfeinern, wie das zeige ich euch jetzt. Da fangen wir erstmal mit der Ethik an. In der Ethik unterteilt man dann die Götter in Gut und Böse. Das heißt, diejenigen, die den Menschen was Gutes wollen, Götter des Glücks, der Fruchtbarkeit, des Handwerks und so weiter, ordnen wir bei Gut ein. Und diejenigen, die den Menschen was Böses wollen, das heißt, die Krankheiten bringen, Vulkanausbrüche und so weiter und so fort, ordnen wir bei Böse ein. Als nächstes kommen wir jetzt mal zum Rangsystem. Dabei werden dann die Götter je nach Wichtigkeit für die Gesellschaft unterteilt. Das heißt, desto wichtiger ein Gott, desto weiter ist er oben. Zum Beispiel sind dabei die Sonnengötter in der Regel ganz weit oben, weil die Sonne halt verantwortlich ist mehr oder weniger für alles. Das heißt, lässt die Pflanzen wachsen durch die Wärme und so weiter und so fort. Das gibt's auch mit Göttergruppen wie auf der rechten Seite. Dabei werden dann zum Beispiel in einer kriegerischen Gesellschaft Kriegsgötter höher eingeordnet als zum Beispiel Götter für die Landwirtschaft oder sowas. Wenn wir dann die beiden Prinzipien angewandt haben, kriegen wir das hier raus. Das ist dann im Grunde die Basis für jede polytheistische Religion. Bei der Regel werden dabei dann die hochrangigen Gottheiten bzw. hochrangigen Geister eher verehrt als die niederrangigen Geister. Und bei den bösen Geistern, Göttern, ist es dann halt so, dass die hochrangigen eher gefürchtet werden und denen halt eher, ich nenne mal, Tributszahlungen gemacht werden. Das heißt, den guten Geistern werden in der Regel Opfer gebracht dafür, dass sie einen helfen und den bösen Geistern werden Opfer gebracht, damit die einen in Ruhe lassen. Wenn wir jetzt basierend auf dieser Grundlage noch weiter zusammenziehen, das heißt alle guten Geister zusammenziehen und alle bösen Geister zusammenziehen, je nach Wichtigkeit, kriegen wir am Ende so ein Modell hier raus. Das ist dann der zentralisierte Schamanismus. Das ist im Grunde Monotheismus. Es gibt ein hohes Wesen, eins für die gute, eins für die böse Seite. Das wäre zum Beispiel im christlichen Kontext bei der guten Seite Gott und bei der bösen Seite Satan. Und es gibt dann jeweils Diener. Das ist dann eine Zusammenfassung der niedrigerrangigen Götter, also ehemaligen Götter und Geister gewesen. Das wären im christlichen Kontext auf guter Seite die Engel und auf böser Seite die Dämonen. Interessant ist, dass in Religionen, die das Christentum aufgezwungen bekommen haben, die Ahnenverehrung meist sehr stark war und dann einfach die Ahnen weiter verehrt wurden als Engel. Das heißt, das ist auch anpassungsfähig an andere Modelle. Probiert's mal einfach irgendwie aus, wenn ihr Lust habt. So, das war's soweit von mir. Ich hoffe mal, es hat euch gefallen und ihr könnt ein bisschen drüber nachdenken. Wenn ihr irgendwelche Ideen und Anregungen für mich habt, dann könnt ihr mir gerne einen Kommentar oder eine persönliche Nachricht schreiben. Soweit von mir, einen schönen Tag noch, mögen die Götter mit euch sein, Friede!